Biblische Ethik, die Bibel, der Christ und die Gedanken. Gott hat uns Menschen den Verstand geschenkt, damit wir ihn in unserem Wirken auf dieser Erde zu seiner Verherrlichung einsetzen. Auf die Frage nach dem höchsten Gebot antwortet Jesus Matthäus 22, Vers 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dabei müssen wir uns bewusst sein, dass durch den Sündenfall auch das menschliche Denken in Mitleidenschaft gezogen wurde. Es ist nicht vor Irrtümern gefeit. Sprüche 14, Vers 12. Da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber zuletzt sind es Wege des Todes. Das Denken des natürlichen Menschen erhebt sich über Gott und über seine Gebote. In Markus 7, den Versen 20 bis 23 weist uns Jesus darauf hin, dass aus dem Herzen böse Gedanken kommen, die den Menschen verunreinigen. Ich aber sagt Gott in Jesaja 66 Vers 18: Ich kenne ihre Taten und ihre Gedanken. Nicht nur unser Wirken, sondern auch unser Denken liegt offen vor Gott da. Jesus kennt die unausgesprochenen Gedanken der Schriftgelehrten. Markus 2, Vers 8b. Was überlegt ihr dies in euren Herzen? Das Wort Gottes, Hebräer 4, Verse 12b bis 13, ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Als Menschen, deren Denken dem Maßstab Gottes zuwiderläuft, sind wir aufgerufen, Jesaja 55, Vers 7. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Dieses Erbarmen, diese Vergebung werden uns in Jesus Christus zuteil. Er, der Sohn Gottes, ist es dann auch, der unser Denken erneuert und auf Gott ausrichtet. Römer 12, Vers 2b. Werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Im Glauben sind wir aufgerufen, Kolosse 3, Vers 2, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Wir tragen die Verantwortung für das, womit wir uns in unserer Gedankenwelt beschäftigen. Philippa 4, Vers 8. Übrigens, Brüder, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was rein, alles was liebenswert, alles was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. In Jesus nehmen wir 2. Korinther 10, Vers 5b jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Die kräftigen Waffen Gottes, so zum Beispiel das Gebet, sind 2. Korinther 10, Vers 4b, mächtig zur Zerstörung von Festungen und dann auch von überspitzten Gedankengebäuden. Wir dürfen den Herrn mit Psalm 139, Vers 23b bitten: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich. Und erkenne meine Gedanken. Wir dann erkennen, dass Gottes Gedanken nicht immer unsere Gedanken sind. Jesaja 55, Vers 8. Dass Jesus, Epheser 3, Vers 20, über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr als wir erbitten oder erdenken. Dieser wunderbare Herr soll unser Denken zu seiner Ehre gebrauchen dürfen. Sprüche 16 Vers 3 Befiehl dem Herrn deine Werke und deine Gedanken werden zustande kommen. Der Christ hat die großartige Zusicherung Philipper 4 Vers 7 Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren.